Herzlich willkommen bei Stefan entdeckt die Welt. Herzlich willkommen in Nordthailand. Herzlich willkommen in Ba Pa Hua Sai. Aber ich bin sicher, das wird mir gleich noch jemand besser sagen, wie das richtig heißt. Ich habe das jetzt nur abgelesen. Aber schaut mal, hier steht es auch. Pa Ha Hua Sai Church. Das ist eine winzig kleine Kirche, irgendwo ganz weit draußen. Da vorne steht es auch nochmal in Thai, da können wir auch nochmal hingehen. Für die unter euch, die die Gnade haben, dem Thailändischen mächtig zu sein. Ja, was macht der Stefan in der Kirche? Die, die meinen Kanal kennen, wissen, das passt nicht so ganz zusammen, aber doch irgendwie dann schon auch wieder, weil ich bin eingeladen worden. Ihr kennt doch sicherlich den Michael, der immer wieder mal in meinen Videos auftaucht, der hier in Deutschland eine GmbH hat und mit seiner Frau, der Hanna, die ist Priesterin hier, zusammen hier in Thailand ganz viele soziale Projekte unterstützt. Der sucht dann Auftraggeber. Ganz oft kriegt er Geld von den Botschaften, von der deutschen Botschaft, von der österreichischen Botschaft und. Und einen gewissen Teil trägt er aber immer selber auch mit seiner GmbH. Und und einen gewissen Teil, der wird dann immer durch Eigenleistung auch natürlich getragen. Und in so einem Projekt bin ich heute auf Einladung von dem Michael. Der Michael kommt auch gleich, denke ich, hoffe ich. Und da ist eine Kirche drin, probt gerade der Kirchenchor, Kinderchor. Und ich habe kurz mit dem Priester gesprochen, den ich auch schon kenne. Den habe ich auf Michaels Geburtstag kennengelernt. Ich blende euch da oben nochmal so ein Ding ein, hier Geburtstag im Kinderheim. Und der hat mich gleich wiedererkannt, ich ihn ehrlich gesagt nicht, weil... Da ist er ja, der Michael. Deutscher. Guten Morgen. Guten Morgen, Kap. Deutscher, ja. Ja, ich bin Deutscher, ich bin schon eine halbe Stunde hier, 20 Minuten oder was, 20 ja. Minuten. Ich bin schon mit der Drohne hoch, habe ein bisschen Drohnenvideos gemacht, habe den Turm mal von oben. Der Priester kennt mich noch von deinem Geburtstag, ich hätte ihn nicht wiedererkannt. Ja, richtig, nein. Ja. Das ist so, ja. Wunderbar. Ich habe gedacht, vielleicht schaffst du es nicht, herzukommen. Warum? Ja, warum? Warum sollte ich das nicht schaffen, hierher zu kommen? Erzähl mal. Naja, weil ich so viel Erfahrung habe hier in Thailand von Leuten, die nicht wissen, wo sie hin wollen. Oh, was, alles gut. Und sowas alles. Erzähl mir mal, was habt ihr denn hier gebaut und wer hat das gebaut und wieso, weshalb bin ich denn eigentlich hier heute? Das haben die Dörfler gebaut. Ja. Und weil sie haben gegenüber eine Bohrung, aber die ist nicht ergiebig genug. Ja. Und sie meinten, sie müssen 100 Meter tief bohren. Ja. Und jetzt ist das 61 Meter gebohrt. Ah, das heißt nicht nur der Turm ist neu, ihr habt tatsächlich auch einen Brunnen gebohrt. Wir haben Brunnen und mit einer Pumpe innen drin. Ja. Und dies ist jetzt, um es nach oben zu pumpen. Ja. Das ist alles deren Geld. Okay. Wir haben ich meine, das ist ja natürlich billig geworden, ne? Ja. 200.000 rechnen wir so für so eine Sache. Aber das war günstig und da ist was übrig geblieben. Und das hat die Stadt noch gegeben oder die Stadtverwaltung. Okay. Ja, das ist ein Filter. Also ist ein Gemeinschaftsprojekt hier zwischen Stadtverwaltung, die den Filter gegeben hat. Ja, genau. Deiner GmbH. Ja. Hast du denn für deine GmbH auch jemanden gefunden, der das Projekt fördert? Ja, gefördert tut es. Wer hat das gefördert? Die Deutschen, ne? Die Deutschen, das weiß ich nicht. Ich frag dich das. Ja, das haben die Deutschen gefördert. Hat die deutsche Botschaft gefördert. Ja, richtig, genau. Aber es ist ja eine relativ kleine Summe, mit der man hier viel bewirken kann. Ja, 200.000. 200.000 Bar. 230.000. Ja. Das ist natürlich top. Ja. Ja, ganz genau. Wer hängt denn jetzt hier an dem Wassertank alles dran? Nur die Kirche oder rundum alle Häuser? Ja. Also das hat jetzt hier unmittelbar mit der Kirche erstmal gar nichts zu tun. Doch, die Kirche war Initiator. Aber ich sag mal, alle profitieren davon. Das Dorf profitiert davon. Egal welche. Sogar die weitere Umgebung. Ja, schön. Und die haben ja auch hier so eine... Was ist denn mit dem Wasserturm, den man da vorne sieht, der blaue? Ja, das ist der von der Stadt. Der ist aber nicht ergiebig. Der reicht nicht. Ja, der reicht nicht. Das ist schon, die liegen bei einem. Warte mal, hier so ein bisschen rübergehen, dass ihr den auch seht. Ja. Also der ist nicht ergiebig genug. Das heißt, da gibt's auch einen Brunnen. Der Brunnen ist nicht ergiebig genug. Der Brunnen ist nicht ergiebig. Ja. Okay. Die verenden dann ja auch irgendwann. Ne? Ja. Irgendwann versanden die. Ja. Versanden. Nun habe ich mich selbst nie so richtig die Frage gestellt, was geschieht denn dann? Na ja, ein bisschen tiefer bohren oder so. Oder man kann sie reinigen halt auch. Ja, reinigen, richtig. Ja.
Ja, aber da habe ich auch gar keine Ahnung von. Ja. Ja, aber es ist ein schönes Plätzchen. Die Kinder haben eben gesungen, als ich gekommen bin. Die waren da drin am Chorprobe machen. Und dieser Baum, habe ich gesagt, der ist ja wohl 25 Jahre oder 30. Ja. Nee, 10 Jahre. 10 Jahre ist der nur? Ja, ist der nur. Ja. Guck mal, da ruft jemand. Komm, wir gehen mal mit. Wir wollen nach Hause. Ah, okay. Hello, America. Adi kap. I can film inside, yeah? Okay. Adi kap. Adi kap. Okay, jetzt sind wir in der Kirche. Ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen verstehen. Die Hanna, die Freundin von Michael, die Frau von Michael hat gerade noch einen Zoom-Call mit Amerika. Und ja, es ist halt eine lutheranische Gemeinde hier. Das sind ja alles freie Christen in Thailand. Es gibt ja hier keine Landeskirche in dem Sinne. Alle mit unterschiedlicher Ausprägung. Die einen sind dann eben von Korea gefördert, die anderen sind von USA gefördert und. Ja, aber dem Wasser ist das egal, sag ich mal. Ja, fürs Wasser ist es wichtig, dass alle was bekommen. Also hier oben seht ihr den Kreuzweg. Ne, das ist hier in den Kirchen ähnlich, auch wie in den buddhistischen Klöstern. Immer wird über die Wandmalereien wird den Leuten natürlich die Geschichte der Religion näher gebracht. Bilder sagen mehr als 1000 Worte, gerade natürlich auch in der Bevölkerung oder ein oder andere vielleicht gerade von den älteren Leuten nicht ganz so das Lesen und Schreiben mächtig ist. Das gibt's schon auch immer noch, wobei es halt auch immer weniger ist. Also die meisten natürlich können mittlerweile lesen und schreiben. Aber die Bilder sind natürlich ja auch ein schönes Medium. Nicht? Ist doch ja. Richtig eindrucksvoll. Ja. Haben die Dörfler alles gemeinsam gemacht. Okay. Sie sind zwar angebunden an die First Church in Chiang Mai ja. Und auch der CCT, Church of Christ in Thailand, aber da kommt nicht so viel Geld. Ja. Ne? Da kommen die Ideen und die Verbindung. Ja, und man sieht, was daraus geworden ist. Ne? Mit den ganzen Bildern an der Wand und so weiter. Das sehr gut. Was ist das hier für ein Dorf? Sind es Thais? Das sind ja meistenteils Thais. Thais, ja. Da muss ich mal fragen. Ja. Priestern hier in Thailand, gibt es hier auch einen Priestermangel, wie man das aus Europa kennt? Oder? Nein. Ist ja schnell. Die sind ja schnell rekrutiert. Ja. Rekrutiert. Das heißt, die Priesterausbildung ist hier nicht so langwierig wie in Europa. Meine Frau ist auch schon eine Pastorin. Ja. Und wie lange hat die dafür gebraucht? Zwei Jahre. Okay. Ja. Okay. Wobei es da ja mit Sicherheit auch Abstufungen gibt. Aber ja. Ich bezeichne sie als halbe Pastorin. Oh, das darf sie aber nicht hören. Doch, das hört sie nicht. Ja? Ja? Das ist okay, ja. Okay. Ja. Und jetzt gibt es Essen erstmal. Gut. Hier flackert das Licht sehr durch die Neonröhren. Lass uns mal wieder rausgehen. Draußen haben wir besseres Licht. Alles klar. Ja, es ist fantastisch. Diesen Baum da kann, guck mal, wie viel Schatten der bringt. Kann man gar nicht glauben, dass der erst so jung ist, ne? Ja, 10 Jahre. Ja. Nämlich als die hier die Kirche angefangen haben. Ja. Und die Kinder, die kriegen jetzt auch was zu essen. Die kommen nicht nur zur Chorprobe her, ja, da gibt es auch was zu essen. Immer. Also Essen, immer ganz wichtig in Thailand. Ohne Mampf kein Kampf. Essen ist also immer das Wichtigste. Ja. Ja, und ohne Verspeisung geht gar nichts. Nein. Ja. Und wo kommen die finanziellen Mittel dafür her? Sag mal, wenn die jetzt hier einmal die Woche Chorprobe haben und der Pastor muss einmal die Woche den Chor versorgen, das kostet ja auch Geld. Irgendwoher kommt Weltmeister das. Im ja, ich weiß. Ich erlebe das ja auch immer wieder. Mal fragen, welcher Nationalität sind, welcher Ethnie? Ja. You speak English? Yes. Can you explain a little bit about the children? About this ministry? Or? Yes. Okay, so this ministry is about to teach English to the
children in our village here, Bahahuisai, and some group of the children, they are also Christian. Okay. But most of the children here, they are Buddhism. Yeah. But they live in our village, so yes. We just invite them to join us on the Saturday to teach them English and to teach them about the Bible story. Yeah. Yeah. Okay. Mm-hmm. How many children come here every week? The average is 20 children. 20 children. Okay. Yeah. Mostly 20. Yeah. But they have all Reis vor sich und nehmen das Essen aus der Mitte. Ja. Ja. Und so ist üblich so. Ja, ist üblich. Das kenne ich auch so. So ist das bei uns zu Hause auch. Ja. Genau. Ja. Ich habe gefragt, ob es schmackhaft ist. Ja. Bestätigen Sie. Ja. Also ich habe natürlich auch gefragt, ob ich filmen darf, ob ich die Kinder filmen darf, ob ich die Gesichter zeigen darf. Selbstverständlich. Und der Priester hat mir das erlaubt. Und ich denke, dann ist das auch in Ordnung. Nein, die haben mir keine Schwierigkeiten. Ja. Heutzutage fragen wir. Ja. Wir wissen das. Ja. Also finde ich auch nur richtig. Ja, ist auch polite, ist höflich. Genau. Obwohl sie alle mögen, wenn sie gefilmt werden. Ja, ich habe auch schon Situationen gehabt, wo Menschen gesagt haben, nee, lieber nicht. Ja. Dann respektiere ich das natürlich. Ja, selbstverständlich. Ja. Ja, schön. Danke, dass ich herkommen durfte. Ja, schön. Ja, so eine Dorfgemeinschaft. Jetzt hast du die Kinder. Die Dorfgemeinschaft. Wir waren vor 14 Tagen waren wir hier bei einem Theater. Und zwar hatte das christliche Theaterfestival gemacht. Ja. Wow, da war dann die Weihnachtsgeschichte dargestellt. Hm. Aber ganz, ganz anders. Und das war einzigartig. Hm. Ich habe mich sehr gefreut darüber, dass wir eingeladen gewesen sind. Ja. Und er war ja bei meinem Geburtstag, so weiß ich ja. Ja. Also für mich ist das sehr, sehr entscheidend. Jeden meinen Geburtstag feiere ich mit Kindern, nicht mit den Erwachsenen. Ja. Die können dazukommen. Ich durfte ja auch dazukommen. Ja, richtig. Und ich blende euch das Video nochmal oben ein, wo ich auf dem Geburtstag vom Michael war. Ja. Und dann nochmal danke an den Zuseher. Wir haben da damals ein bisschen rumgefilmt und dann war klar, hier ist eine Toilettenanlage nicht fertig. Ja. Und dann hat ja einer der Zuschauer auch eine Summe gespendet und gesagt, dann bau die jetzt mal fertig hier, ich bezahle das. Ja, sehr gut. Und da möchte ich mich nochmal in aller Form für bedanken. Ja, die Motivation, die da entsteht durch deine Videos, ist ja schon viel, ja, oder immer mehr. Ja, sind jetzt nicht so viele Leute, die meine Videos gucken, aber für mich ist das einfach auch schön. Das hier ist ein sinnvoller Content, ja. Ja. Ich bin ja auch immer froh, wenn ich was Gutes habe zum Zeigen. Ja. Ich zeige keine Damen und keine Dramen, ja. Das ist nicht meine Art von Video. Ja, richtig, genau. Und dann muss man natürlich auch ein bisschen gucken, wo holt man denn so seinen Inhalt her und was ist denn richtig, was ist denn sinnvoll zu zeigen? Ja, genau. Gerade in Thailand. Ne? Genau. Und da bin ich dir auch dankbar, dass du mich immer wieder einlädst und mir immer wieder sagst, guck mal, hier ist ein Projekt und da ist ein Projekt. Richtig, genau. Man muss es halt immer zeitlich irgendwie hinkriegen. Du hattest mich eigentlich für einen Sonntag eingeladen, da wären mehr Leute hier gewesen, Gottesdienst hier gewesen. Aber ich habe im Moment auch so viel um die Ohren, das hat einfach nicht funktioniert. Und jetzt sind die Kinder da. Jetzt sind die Kinder da, finde ich fast noch besser. Ne? Ja, richtig, genau. Ja. Kinder waschen auch selber ab hier. Ja, waschen ab. Also die werden hier auch alle dazu erzogen, selber verantwortlich zu sein. Und ja, finde ich gut. Ne? Ja. Ist richtig gut. Ne? Ja, Michael, danke. Sehr gut. Bedanke mich ganz herzlich. Und ich blende euch natürlich auch nochmal. Ach, guck mal hier, jetzt habe ich zwar keine Schuhe an, das ist mir aber gerade egal. Schaut mal hier. Da ist die E-Mail-Adresse von Michael. Help in Germany. Und ich blende euch auch nochmal einen Link zu der GmbH ein. Und wenn da irgendjemand eine tolle Idee hat und sagt, Mensch, oder Kontakt zu Michael möchte, der kann ja über die E-Mail-Adresse gehen. Und ist auf jeden Fall ein tolles Projekt hier. Ja, wir sind seit 2006 zugange und denken, das ist eine kurze Zeit. Mein, für Thai-Verhältnisse ist das schon lange. Ist das schon relativ lang. Ja, richtig, genau. Ja. Und es hat begonnen eigentlich damit, dass ich hier nicht so viel wollte. Meine Ansprüche an mich selber waren nicht sehr hoch. Ja. Und das hat sich dann so ergeben. Ja. Es wächst dann so nach und nach. Ja, es wächst richtig. Du triffst diesen, triffst jenen. Und die erzählen dir, was sie machen. Und ja, dass wir jetzt so intensiv mit der Deutschen Botschaft zusammenarbeiten,
Wie viel setzt deine GmbH im Jahr so um? Also wenn du jetzt die Fördergelder nimmst, plus das, was du nimmst, plus was das die Leute an Eigenleistungen bringen, was für ein Volumen schafft ihr jedes Jahr von A nach B? Das mag also so in der Größenordnung entwickelt werden von 100.000. 100.000 ja, Euro. Ja. Aber das sind natürlich dann viel mehr. Das 3- bis 4-fache in Thai. Ne? Ja. Ja, weil die Thai ist ja hier vieles kostengünstiger. Ja. Und sie setzen auch selber was ein. Ja. Genau. Wir sind jetzt angesprochen worden, man ist interessiert an meiner NGO. Ich sage, das ist doch nichts wert. Da hat doch gar keine Werte dahinter. Ja, ja. Ich meine jetzt so Immobilienwerte oder sowas. Ja. Nein, sagt er, du bist schon seit 2006 zugange und wir wollen in Deutschland Spendensammlung machen. Ja, gut. Schauen wir mal, ja, wie sich entwickelt. Genau. Ihr Lieben, wir sind raus für heute. Ganz lieben Dank an den Michael und an die Hanna, dass ich hier sein darf, dass ich das Projekt zeigen darf, an den Priester, an die Kinder und euch lieben Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja. Liebe Grüße aus Thailand. Gut.